Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur 49. Ausgabe von Corona aktuell. Wir verzeichnen aktuell 839 Neuinfektionen, 747 Personen, die mit Corona infiziert waren, sind bislang verstorben. Es werden zurzeit 205 Infizierte in Düsseldorfer Krankenhäusern behandelt, davon 9 beatmet. Die 7-Tage-Inzidenz in Düsseldorf liegt heute bei 1127,6. Nachdem wir bis zum 2. März 2022, also 6 Tage nach Altweiber, eine sinkende Inzidenz beobachten konnten, steigt diese seitdem wieder an. Allerdings lässt sich diese seit gestern auch schon wieder verlangsamte Steigerung nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Nicht-Karnevalsgebieten beobachten. Die Steigerung verteilt sich zudem auf fast alle Altersgruppen. So liegt die Inzidenz bei den 20- bis 29-Jährigen bei 1996, bei den 10- bis 19-Jährigen bei 1983, bei den 30- bis 39-Jährigen bei 1369 und bei den 0- bis 9-Jährigen bei 1147 sowie bei den 40- bis 49-Jährigen bei 1068. Experten gehen daher davon aus, dass es bei uns keinen signifikanten Karnevalseffekt gibt. Und das bestätigt uns in unseren Bemühungen, beim Thema Karneval auf die Bremse zu treten und im Schulterschluss mit unserem CC auf große Veranstaltungen zu verzichten. Trotzdem zeigen uns die Zahlen auch, mit den zunehmenden Lockerungen steigen die Anforderungen an jeden Einzelnen, sich eigenverantwortlich zu verhalten und sich selbst und andere zu schützen. Corona darf nicht vergessen werden, das Virus ist nicht einfach weg. Deshalb gilt nun mehr denn je, halten Sie weiterhin Abstand, tragen Sie Masken und lassen Sie sich impfen. Seit vergangenen Freitag gelten gemäß der Corona-Schutzverordnung des Landes weitere Lockerungen. Das sind folgende. Der Zugang zur Gastronomie und zum Übernachtungsangebot ist für Geimpfte, Genesene und Personen mit einem tagesaktuellen Test möglich. Das ist die 3G-Regelung. Das gilt auch für Kultureinrichtungen wie Museen, Ausstellungen, Konzerte und sonstige Kulturveranstaltungen, Sportausübung im öffentlichen Raum, innen und außen und den Besuch von Sportveranstaltungen als Zuschauende. Grundsätzlich ist damit bis auf wenige Angebote mit besonders hohen Infektionsrisiken, zum Beispiel Volksfeste, Großveranstaltungen, Veranstaltungen mit Tanz, Diskotheken und so weiter, wieder alles unter der 3G-Regelung zulässig. Diskotheken und Clubs werden für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test, also 2G+, geöffnet. Das heißt, teilnehmen dürfen nur immunisierte Personen, die zusätzlich über einen aktuellen Test verfügen. Auch Geboosterte müssen getestet sein. Das gilt auch für Volksfeste und vergleichbare Freizeitveranstaltungen sowie private Feiern mit Tanz, wie Hochzeits- oder Geburtstagsfeiern. Eine Maskenpflicht besteht nicht. Kleinere Veranstaltungen, solche bis 1000 Zuschauer, sind unter 3G-Bedingungen künftig mit mehr Besuchern möglich. Bei 3G gelten bei bis zu 500 teilnehmenden Personen keine Kapazitätsbeschränkungen. Oberhalb einer absoluten Zahl von 500 gleichzeitig anwesenden oder teilnehmenden Personen darf die zusätzliche Auslastung bei höchstens 60% der über 500 Personen hinausgehenden regulären Höchstkapazität liegen. Insgesamt sind dabei höchstens 1000 gleichzeitig anwesende Zuschauende, Besucherinnen und Besucher oder Teilnehmende zulässig. Wird 2G+ gewährleistet, entfällt bis zu einer Teilnehmerzahl von 1000 Personen auch die Maskenpflicht. Bei Großveranstaltungen, also ab 1000 Personen, können unter den weiterhin geltenden Bedingungen von 2G+ und zusätzlicher Maskenpflicht künftig in Innenräumen 60% der jeweiligen Höchstkapazität genutzt werden. Die Personengrenze von 6000 Personen darf jedoch nicht überschritten werden. Im Freien können maximal 75% der Kapazitäten
bei einer Höchstgrenze von 25.000 Zuschauenden belegt werden. Die Zugangsbeschränkungen 2G Plus und 3G gelten ab sofort nicht mehr für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre. Mit den Impfungen in den Arztpraxen und Apotheken wurden in Düsseldorf bis heute insgesamt 1.449.745 Impfungen vorgenommen. 524.593 Personen haben in Düsseldorf bereits eine doppelte Impfung erhalten. Es wurden 383.031 Auffrischungsimpfungen, Dritt- und Viertimpfungen verabreicht. An unseren drei städtischen Angeboten haben wir gestern insgesamt knapp 263 Impfungen realisiert. Die Impfquote für Düsseldorf im Sinne einer doppelten Impfung liegt derzeit bei 84,5%. Unser Impfzentrum 2.0 am Bertha-von-Suttner-Platz hat täglich außer sonntags von 10 bis 18 Uhr und donnerstags von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Hier kann sich jeder und jede ab 12 Jahren ohne Termin impfen oder boostern lassen. Die Auffrischungsimpfung von 12- bis 17-Jährigen ist ein ärztliches Aufklärungsgespräch notwendig. Die Impfungen für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren erfolgen ebenfalls im Impfzentrum 2.0, allerdings aufgrund des Beratungsbedarfs nur nach voriger Terminvergabe unter 0211 89 99 069. Die Impfstelle am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee ist weiterhin montags bis freitags von 10 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Auch das Impfmobil ist diese Woche unterwegs und steht jeweils von 10 bis 17.30 Uhr, heute am Rather Familienzentrum, morgen am Kamper Acker in Holthausen und am Freitag auf dem Freiheitplatz in Fennhausen. Zurzeit haben wir in Düsseldorf 715 Teststellen auf dem Düsseldorfer Stadtgebiet. Im städtischen Corona-Portal unter corona.düsseldorf.de und in der Terminvereinbarung sind jetzt die Testzentren gekennzeichnet, die Schnelltests verwenden, mit denen bei einem negativen Ergebnis die vorzeitige Freitestung aus der Quarantäne nach 7 Tagen erfolgt. An der städtischen Teststelle, an der Mitsubishi Elektrikhalle und Mobil wurden gestern 811 PCR-Tests und 51 Schnelltests vorgenommen. Die Testeinrichtungen an der Mitsubishi Elektrikhalle sind montags bis samstags jeweils von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Wer sich hier mit einem PCR-Test testen lassen möchte, muss dafür einen Termin bei der Corona-Hotline unter der Rufnummer 0211 899 60 90 vereinbaren. Nächste Woche tritt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft. Nunmehr steht fest, dass die Gesundheitsämter der Kommunen zuständig sind. Wie Sie wissen, hätten wir uns eine einheitliche Handhabung gewünscht, die durch eine Landesbehörde sichergestellt gewesen wäre. Stattdessen gilt nun: Der Arbeitgeber ist zunächst für die Kontrolle der Einhaltung zuständig. Sollte impfpflichtiges Personal, zum Beispiel aus der Pflege, nicht immunisiert sein, ist dieses dem Gesundheitsamt zu melden. Laut Gesetz ist eine eingehende Prüfung des Sachverhaltes sowie eine Anhörung und Beratung der betroffenen Personen erforderlich. Im schlimmsten Fall drohen Tätigkeits- oder Betretungsverbote und eine damit verbundene unbezahlte Freistellung. Das Gesundheitsamt baut aktuell ein eigenes Team dafür auf.